Mein Alter, ich guck gerade in die Kamera, du Pisser. Als wenn der nicht wüsste, dass ich aufnehme. Oh nein. Ha, nein, fuck, was? Oh nein, komm. Nein. Hey, Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur heutigen Matchmaking-Folge. Hallo, Team. Gut, gehen wir mal auf die B. Ah, wir gehen alle über lang, habe ich gehört. Okay, gut, gut. Ich habe alles am Schlüssel, Alter. Läuft. Krass, wie wir sie überrennen. Die haben no fucking chance, dude. Der kriegt jetzt easy einen Header. Junge, Junge, kann ich bitte kurz... Junge. Sorry. Alter, renn mir doch nicht vor die Flinte, Mann. Der ist doch wahnsinnig, ey. Hab ich easy gekatscht, den Kerl. Ja, Connector. What? Kann er seiner Mutter erzählen? Mate, komm. Ja, nice. Scheiße. Das hat fast eklig angefangen. Ich habe mich saudumm killen lassen. Also ich hätte einfach warten sollen, bis er kommt, ja. Mit meinem krassen Name, da wäre der tot gewesen, weißt du? Mir fällt gerade auf, dass das, glaube ich, das erste Matchmaking ist, das ich spiele, seit langem eigentlich. Und vor allem, seitdem ich das Knife von euch geschenkt bekommen habe. Deswegen hier nochmal an alle, die es nicht mitbekommen haben. Die Community hat mir dieses ultra schicke Knife geschenkt, mit dem ich circa so wackeln kann, wenn ich cool bin. Und hab ich's doch gemacht. Also vielen Dank nochmal an alle, gell? Richtig geiles Teil. Das passt halt auch zu meinem Bananenskill, ne? Ha! Ah, nein! Gewusst, dass deine On-Spot ist, er hat nicht geguckt. Klar, er hat auf Balcony geschaut, okay, aber... Ah, ich hab ihn gerochen, wirklich. Ich hab ihn richtig gerochen. Puh. Es fängt ja schon mal nicht schlecht an, aber abwarten und Tee trinken. Bei Runde 4 wissen wir ja, gibt's oft auf die Nase, aber hart. Ich kann eine Fake B. Ich bin der B-Faker. Go, 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 go. Der bekommt erstmal einen schönen Nate in die Fresse. Oh, der hat einen Header bekommen, okay. Krass. Ich hab doch erst einen gekillt, jetzt killt der nächste zwei. Da sind alle tot. What the fuck, sind die gelieft? Nee. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da plötzlich so viele Leute gefallen sind. Das habe ich echt nicht... Ich war so in meiner Trance drin zu faken. Ich habe meinen Skill gefaked gerade. Ich habe so getan, als wenn ich gut wäre. Ich behalte die P90 jetzt noch kurz. Oh, halt. Rüstung. Ab wann soll man Rüstung nachkaufen? Ab 70, 60? Ihr habt mir da mal so eine Daumenpeilung gesagt. Aber die habe ich mittlerweile halt wieder so ein bisschen verdrängt, sage ich mal. Ach ja, und ich habe eine übelst geile AWP gezogen aus dem neuen Case im Livestream. Haben vielleicht auch einige von euch nicht... Wow. Alter, das ist vielleicht ein Dreck. Oh, Jungs, blockt mich doch bitte nicht so gefickt, Mann. Guck euch das an. Der wäre eigentlich hinüber gewesen. Ihr habt gut, sie können nichts dafür trotzdem. Der Molly wäre explodiert und er hätte dann Probleme bekommen, da zu stehen. Klar, in dem Tovabohu kann eigentlich niemand was direkt dafür, aber trotzdem. Hier ist übrigens die Optik, die ich gezogen habe. Schaut euch an. Minimi hat mir 10 Euro gegeben, hat gemeint, ey, yo, kauf dir einfach mal so eine Kiste, hol dir einen Schlüssel, mach's da auf. Ich mach's da auf, was ist drin? Die Op. Alter, ich raste total aus, ne? Ich raste total aus. Jungs, 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 Konzentration. Sehr, sehr schön, sehr schön. Oh, die haben nochmal eine Eco gemacht, haben die vorhin geforst? Ah, nee, das ist schon die Runde 5. Und da hinten habe ich direkt den Nate rein. So ist es ja nicht, ne? Wo sind die denn? Jungs, ist da einer on-spot? Wahrscheinlich, ne? Ajo! Und es guckt keiner, ne? Es guckt keiner. Ah! Das ist der Spot schlechthin und kein Schwein. Kuschel hat sich übrigens sehr gefreut, dass ihr ihm über 100 Daumen gegeben habt. Also das gibt mir natürlich schon zu denken. Aber er kackt halt alles voll. Scheiße. Scheiße. Fuck! Nein! Nein! Was für ein dreckiger Lacker, das war easy ein Triple Kill gewesen. Was passiert? Kommt einer von Fickwurst und schießt mich ab, Mann. Geil. Wie heißt dieses Teil? Cube? Cube, glaube ich. Ich wollte nur die Orb killen. Dann kommt die P90. Ich denke, na okay, kill ich halt beide. Und dann kommt die M4 noch von der Seite. Es wäre nur ein Double Kill gewesen, kein Triple. Was laber ich hier? Wow, wow, wow. Oh Gott, der hat mir doch gehört, Junge! Wow. So nice war das nicht, Leute. Übrigens, denkt dran, später Livestream ab 19.30 Uhr wird heute wieder live gestreamt. Ich streame an sich jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr. Und der dritte Streamtag ist immer random. Den mache ich dann, wenn ich halt Zeit habe, dann starte ich auf einmal den... Wow, one up wie long? Ob es da? Leute, müsst ihr mich jetzt smoken? Huh! Ich behalte die Orb und gehe damit direkt wieder irgendwo hin, wo es cool ist. Vielleicht kann ich da jetzt ein paar wegklatschen. Das wäre natürlich zu wünschen. Null. Null. Ah, shit. Lucky, lucky. Oh. Nice, 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 nice. Huh. Wie gesagt, heute ist Donnerstag. Was macht ihr so? Was treibt ihr so? Was habt ihr so getrieben? War schön auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause, wie auch immer. Ich hoffe, ihr seid nicht krank. Und falls doch, ist der Stream die beste Medizin. Das kann ich euch ja mal direkt mal sagen. Genau. Exacto mundo. Wow. Sind wir auch noch geflasht? Ich glaube, es geht los. Aber los. Ah, nein. Shit, Mann. Er hat mich echt doch angeballert. Wisst ihr, ich gehe da um die Ecke und will irgendwie hier in Dropper einen Molly reinschmeißen. Und dann fickt er mich so eklig. Er sieht nach einem ganz guten Spiel aus. Ich bin noch nicht so richtig auf der Höhe. Also ich bin noch nicht der Carry-Boy. Aber gleich. Ich Leute, gleich ist es soweit. Ich muss endlich abranken. Ich habe gestern schon im Livestream gesagt, dass es von einem YouTuber oder auch Twitcher ja meist erwartet wird, dass er halt eher gut ist, sag ich mal, ne? Beziehungsweise mit einem guten Skill, also mit einem hohen Rank, kann man auch nochmal einiges an Publikum ziehen. Und deswegen ist es halt schon etwas traurig, dass ich diesen niedrigen Rank habe. Oh nein! Fuck!
Wo war denn der Mate? Der war doch gerade eben hinter mir gestanden. Warum hat er nicht mit draufgeholzt oder sowas? Man soll sich nicht auf die Mates verlassen. Das haben wir schon ein paar Mal festgehalten, dass man die beste Eigenleistung zeigen soll, wie es nur möglich ist. Nie aufs Team irgendwas schieben sollte. Weil theoretisch, also ich meine, wenn man saugut ist und jedes Feuergefecht gewinnen würde, dann kann man das Team immer zum Sieg führen, ja? Also man muss den Fehler immer bei sich selbst suchen. Wenn man der Beste wäre, würde man ja ständig gewinnen. Natürlich ist das Spiel ein Teamspiel, das ist mir schon klar. Es geht ja auch darum, dass eben 5 gegen 5 andere spielen und nicht einer gegen 5. Aber, wenn man saugut wäre, dann müsste man, wisst ihr, was ich meine? Also man ist schon eigentlich selbst immer schuld an den Losers, auf jeden Fall. Deswegen will ich hier nicht großartig rumpimmeln und rumquengeln, sondern reinhauen. Man kennt es doch so oft, man sagt sich, wow, zum Glück hatten wir diesen Carryboy, ohne den hätten wir verloren. Und dieser Carryboy muss man sein. Man muss dieser Carryboy sein, um hier überhaupt partizipieren zu können, eigentlich. Nice. Und das war halt einfach jetzt pures Luck, oder? Dass er ihn nicht getroffen hat, oh mein Gott. Ja, One-Hit hätte gereicht und er trifft ihn nicht. Geil, Mann. Ich habe heute eine kleine Aufnahmesession vor mir. Also das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich mache. Später nehme ich noch Resident Evil auf und noch diverse weitere Spiele. Meine Vorlesungen gehen jetzt ja wieder weiter. Ja, Alter, ich gucke gerade in die Kamera, du Pisser. Als wenn der nicht wüsste, dass ich aufnehme. Ja, meine Vorlesungen gehen wieder weiter und das heißt für mich, dass ich wenig Zeit habe oder weniger Zeit habe. Das wird jetzt richtig, richtig hart für mich. Ha! Krass, wo sind die? Beide gesaved oder was? Die Deagles, die sie hatten. Das sind Könner des Spiels, ja, die ihre Deagles saved. Die haben das Spielsystem verstanden. Ja, ich hab's eben schon kurz angeschnitten. Ich will langsam mal wieder abranken. Ich muss etwas fokussierter spielen, nehme ich an. Und nicht so Lirum Larum. Ich will natürlich dennoch nicht meine Comedy verhuddeln. Ah, jetzt kommt er, der Pisser! Hat das gesehen, er war voll drin gestanden in meinem Fadenkreuz. Ah, das ist vielleicht der Blick des Arschlochs. Na also, nichts gefressen, aber er ist gestorben. So muss das sein, Kinder. Ja, und jetzt ist keiner auf B lang, das heißt, ich hock mich hier hin und chill. Also jetzt ist Connector, oh shit, er ist echt noch Connector gekommen. Was ein Drecksack. Alter, da... Achso, die Blume will also nicht sterben, okay. Das ist so eine beständige Blume. So eine herbstzeitlose, Herzreißzerose. Sorry, Mate, in dem Moment bin ich weggegangen. Der wäre eigentlich tot gewesen. Also der Mate wäre nicht gestorben und dieser CT wäre tot gewesen. Komm, 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 komm. Junge, geh mal lang gucken. Genau. One long. Ich hasse sowas. Wie kann der nur so scheiße dumm sein und nicht auf lang gehen? Ich habe nichts gesagt. Hat er gut gemacht? Ne, hat er nicht gut gemacht. Ich wäre eigentlich noch am Leben. Aber dieser Fickfrosch ist doch völlig logisch. Er gibt mir die Info. Da ist einer drop. Connector ist gesmoked. Das heißt, Mate, ich gehe jetzt hoch auf lang. Ich habe dir die Information weitergegeben. Ich stehe näher an B lang als du. Ich gehe auf lang, damit wir da nicht überrumpelt werden. Er will freiwillig Job schauen. Das ist wirklich ein König, wie er im Buche steht, ne? Steps on B lang. Oh nein! Ha, nein, fuck, was? Ich wollte gerade noch sagen, ich bin der Bombe entwischt. Und dann kriege ich... Ich bin der Nate entwischt, dachte ich. Und dann hat sie mir so unglaublich viel abgezogen, Mann. Der Win ist auf jeden Fall drin. Leider halt nicht so extrem gut. 38 Punkte. Da könnte es auch etwas dauern bis zum Uprank. Wobei ich gestern ein recht hohes Spiel noch gewonnen habe. Ja, im Führergame, ne? Also haben wir ja zusammen gewonnen im Livestream. Das war, glaube ich, ein mittelmäßig hoher Rang. DMG war es, glaube ich. War es DMG? Alle waren so Doppel-AK, DMG oder so. Da habe ich einiges an Punkten gut gemacht. Nichtsdestotrotz könnte das nicht jetzt direkt in Uprank werden, denke ich. Aber dann im nächsten Spiel, wenn ich das auch gewinnen würde. Selbst zusammen gern. Oh, Connector. Shit, shit, shit. Na also, Junge. Wie kurz dieses Spiel wird. Krass. 24 Minuten nehme ich gerade auf. Das ist nix. Das ist gerade mal so die Hälfte von dem, was ich normal aufnehme. Geil, Mann. Das sind einfach dann die schönsten Schneiderarbeiten, wenn das so flott von der Hand geht. Herrlich. Da ist doch wieder einer auf Belang. Oh, Belang. Ihr kleinen, dreckigen Kinder, Mann. Sie schmeißen mich mit Nates tot. Kinder, ich muss dringend zum Friseur. Krass, meine Haare. Abnormal. Also, was heißt zum Friseur? Meine Freundin schreit mir die Hunger. Verstehe ich. Habe ich ja schon mal ein paar Mal drüber geschwätzt, dass meine Freundin das schon seit, ich glaube, 2 Jahren... schnibbelt. Also sie hat das nicht gelernt, wohlgemerkt, sondern über die Zeit jetzt an mir praktisch gelernt. Irgendwann gab es irgendwo so ein Haarschneideding für recht wenig Geld. Da haben wir einfach zugeschlagen, verstehst du? Okay, Headshot des Grauens incoming. Da war der Headshot! Und da ist der Kill! Hier übrigens mal wieder ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer, an alle neuen Kommentatoren, Abonnenten, Community-Mitglieder, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt euch schon etwas eingelebt. Wir haben die letzten paar Tage wieder... One belong. Mann! Wir haben die letzten paar Tage wieder einen krassen Ansturm gehabt. Herr von dich. Fuck, ich dachte, ich kann eine Überraschung, schade. Aber es war noch direkt der zweite da, also ich hätte nur maximal den einen gekillt. Oh nein, komm! Nein! Gibt's das? Ich hätte mit der Pistole weitermachen sollen. Habe ich die noch nachgeladen, bevor ich die AK gegriffen habe? Ich weiß es gar nicht. Vor allem Drop muss gescheit gehalten werden. Und Drop muss ansagen, wenn da jemand durchkommt. Nein, nein. Ja, ich lucky Arschloch. Oh Gott.
Oh, ich hab so Pech, das gibt's doch gar nicht. Immer diese kurzen Momente, wenn ich die Waffe aufhebe und diese Sekunde dann kommt, wo man Ruhe braucht, um die Waffe halt eben zu ergattern, ja? Dann passiert sowas. Mit der Haupt, das wäre wieder easy and win gewesen. Aber nein, das muss an der Chicken stehen. Scheiß doch die Wand an, ey. Gott, fuck das ab, Mann. Ich hab mich schon so gefreut auf geringe Schneiderarbeiten und dann sowas. Oh Gott. Last Round jetzt, ja, auf jeden Fall. Er schreibt's auch noch, weißt du, wenn wir jetzt auf die Fresse bekommen. Wieder. Genau, jetzt fangen die an, sich zu provozieren. Wenn wir dann verlieren, ist dieser Kerl ultra mad, das ist unser Bester. Das heißt, er gibt dann innerlich auf oder ist halt böse, ne? Und raged rum und schon verlieren wir dann wegen sowas. Noch eine Runde. Na also, jetzt ist wenigstens der Sieg. Jetzt kommt er rein. Jetzt kommt er rein, der Sieg! Außer er klatscht uns richtig krass weg, aber das wäre unglaublich. Das kann ich nicht. Das kann ich ihm nicht glauben. Ha! Gut gemacht, Fatih. Dankeschön, ich weiß. Und jetzt kommt noch eine Spectrum-Case für mich rein und dann passt es, verstehe ich. Schade. Ich habe ja schon die AWP, was will ich mehr? Echt krass, wie viele Daumen Guschel gestern bekommen hat. Also ich hoffe, wir können das hier easy übersteigen, weil sonst wird's eng. Wenn Guschel den Kanal übernimmt, dann wird's eng. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.